Unsere aktuelle Vollversion Aquasoft PhotoVision 12 ist ein richtiges Multitalent in Sachen digitaler Fotoshow. Hier kann man Bilder, Videos und Musik zusammen zu einem tollen Gesamtkunstwerk kombinieren, egal ob von Smartphone oder Digitalkamera oder eben alles zusammen. Und das Tollste ist, die Präsentation kann ich auch ohne kompliziertes Umrechnen direkt in voller Auflösung aus der Software heraus starten. Man kann immer direkt ins Vollbild gehen und immer im Vollbild sehen, was gerade abgeht. Von daher, ich wünsche euch viel Spaß. Hier zeige ich euch die ersten Schritte und die Grundlagen mit der Software. Über unseren Download-Bereich gelangst du direkt auf die Registrierungsseite von Aquasoft. Hier musst du Name und E-Mail-Adresse eintragen und erhältst dann eine Bestätigung in dein E-Mail-Postfach. Wenn du auf diesen Link klickst, gelangst du zur Download-Seite, kannst die Software herunterladen und auch deine Seriennummer abrufen. Ganz wichtig, die Seriennummer wird auch in deinem Aquasoft-Account später hinterlegt. Das heißt, wenn du den Rechner wechselst oder eine Neuinstallation machen möchtest, ist die Seriennummer dort immer abrufbar. Danach erfolgt die Installation. Das ist ganz wie unter Windows gewohnt. Und dann sind wir startklar und können mit der Software loslegen. So, und bevor es richtig losgeht, muss man hier nochmal seine Zugangsdaten eingeben, sowie die Registrierungsnummer. Und dann kann es aber wirklich losgehen. Werfen wir einen ersten Blick auf die aktuell noch sehr leere Benutzeroberfläche. Auf der linken Seite, da sind unter den Reitern verschiedenste Dinge verpackt, wie beispielsweise Bild-Text-Elemente, Überblendungen, auch ein Dateibrowser ist hier zu finden. Das schauen wir uns gleich an. In der Mitte findet man das Vorschaufenster, auch Layout-Designer hier genannt. Hier kann man noch viel, viel mehr machen, als einfach nur eine Vorschau sehen. Und im unteren Bereich, da findet sich die Timeline, die sogenannte Spuransicht, wo dann später die Elemente wie Bilder, Video und Musik zusammengefügt werden. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal direkt los und starten unsere eigene Fotoshow. Um neue Bilder oder Videos hinzuzufügen, gehst du auf den Reiter Dateien und wählst das entsprechende Verzeichnis aus. Von dort ziehst du die Bilder einfach in die Spuransicht hinein und kannst es so Stück für Stück erledigen. Alternativ klappt das Ganze auch über den Windows Explorer, auch hier einfach zum entsprechenden Ordner wählen, Bilder oder Videos markieren und in die Software hineinziehen und fertig. Um das aktuelle Meisterwerk mal zu begutachten, kann man direkt auf den Abspielen-Button klicken, die Show wird dann von Beginn an wiedergegeben. Und man sieht, dass hier Aquasoft PhotoVision schon automatisch Überblendungen eingebaut hat, die aktuell bei jedem Abspielen variieren. Um von der jeweiligen Cursorposition, also nicht von vorne abzuspielen, dazu ist der Button daneben gedacht, einfach diesen klicken und schon spielt die Show dort, wo man sich gerade in der Bearbeitung befindet. Dieses Bild ist etwas zu klein. Die Größe können wir aber ganz einfach verändern, indem wir über die Anfasser die Größe nach Wunsch ziehen und das Bild dann neu platzieren. Das klappt natürlich auch mit Hochformatbildern, entsprechend in der Timeline das Bild auswählen und dann über die Anfasser so skalieren, dass es wieder völlig reinpasst. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, jedem Bild Effekte zuzuweisen. Dazu wechseln wir auf den Reiter Bildeffekte auf der linken Seite, suchen uns den passenden Effekt aus und fügen diesen den Bildern hinzu. Was wäre eine Fotoshow ohne die passenden Überblendungen? Und die gibt es natürlich auch. Dazu gehen wir auf den Reiter Einblendungen und suchen uns einen passenden Effekt aus. Und auch dieser wird ganz einfach auf das gewünschte Bild oder Video gezogen. Für Ausblendungen klickt man in den entsprechenden Bereich und geht ebenso vor.
ziemlich praktisch ist die Möglichkeit des Eigenschaftenfenster auf der rechten Leiste. Hier hat man zu jedem Bild oder Video nicht nur die Ein- und Ausblendungen, sondern auch Hintergrund oder auch Textelemente und Transparenz sowie die Anzeigedauer kompakt auf einen Blick und kann hier auch alles entsprechend noch nach Wunsch einstellen. Einer der Riesenvorteile von Aquasoft PhotoVision ist, dass man die Präsentation in Vollauflösung direkt ohne umständliches Exportieren präsentieren kann. Dazu nutzt man dann den Abspiel-Button oben und sieht die Fotoshow dann präsentationsfertig in Vollbild. Natürlich kannst du das fertige Werk in Aquasoft PhotoVision auch ganz regulär exportieren. Dazu klicke einfach auf den Ausgabe-Button und wähle das gewünschte Format. Aquasoft hat hier schon verschiedenste Voreinstellungen, auch für Social Communities wie Facebook, aber man kann ja auch ganz klassisch zum Beispiel als MP4-Datei rendern. Und das geschieht dann ganz unkompliziert. Dauert natürlich je nach Photoshow dann einige Minuten und je nach Rechnerpower, aber dann hat man eine Datei, die man einfach so weitergeben kann. Ja, ihr seht, es ist eigentlich super einfach, in Aquasoft PhotoVision 12 hier tolle Shows zu erzeugen. Ich habe natürlich hier jetzt nur die Basics vermittelt. Es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken. Und damit ihr das machen könnt, die Vollversion der Software, die haben wir für euch in der aktuellen Digitalfoto 2023 zum Download bereitgestellt. Besorgt euch unbedingt das Heft, da steht der Link drin und legt mit der Software los. Ich bin gespannt, was ihr für Fotoshows zaubert. Viel Spaß damit!